Servus und willkommen bei Mission 5. Hier kommen wieder 5 Fakten für dein Geld. Wir starten jetzt durch ins Wochenende und verraten dir in diesem Video, ob wir jetzt alle reich werden. Die Börse rennt immer weiter und wir haben ein paar sehr interessante Charts für euch. Dann haben wir einen antizyklischen Move, ein paar Aktien, die momentan wohl keiner auf der Rechnung hat, und dann noch ein Interview mit einem Bitcoin-Experten. Und jetzt legen wir los. Was stimmt eigentlich nicht mit der Börse? Sie rennt immer weiter, obwohl Merkel jetzt den Hammer-Lockdown plant. Die Anleihenrenditen sind zuletzt gestiegen. Aber wir sind alle dick im Plus. So fühlt sich das momentan an. Es könnten Aktien einfach nur noch steigen. Jetzt ist die Frage, ja, kann es so weitergehen oder ist das der Untergang? Und folgt uns unbedingt auf Instagram für die besten Finanzmemes. Kein Wunder, dass es immer weiter steigt, denn es gibt quasi keine Bären mehr. Die scheinen alle tot zu sein. Die wurden entweder abgeknallt, sind pleite gegangen oder haben sich selber die Flinte in den Mund gesteckt. Schauen wir auf einen Chart und da sehen wir, das sieht gut aus, wenn man unten auf den S&P 500 schaut. Oben sehen wir quasi das Sentiment und wir sehen schon bei den Strichen, wenn das so war, muss man zumindest mal drüber nachdenken, ob das noch weit nach oben gehen kann. Aber es ist ja eigentlich auch erstmal egal, wie viele Bären und wie viele Bullen es gibt. Hauptsache, es geht zwischenzeitlich weiter nach oben. Und hier die Optionsscheine, die werden heftig gekauft. Schauen wir uns mal das Volumen an. Die YOLO Options, ja, einfach rein, wird schon gut gehen. Und der IPO-Wahnsinn geht natürlich auch weiter. In dieser Woche hat es wieder gerappelt. Poshmark ist an die Börse gegangen, Social-Media-Plattform. Und der Kurs hat sich auch mehr als verdoppelt. Und der ARK-Wahnsinn geht auch weiter. Ihr seht wahrscheinlich momentan überall auf YouTube, auf Instagram immer dieses ARK, ARK. Und das ist ARK Investment, das ist Kathy Wood, über die haben wir auch schon mal berichtet vor ein paar Wochen. Diese ETFs sind wirklich total, ja, on vogue, gehypt, kann man sagen. Und die haben jetzt in den ersten 13 Tagen mehr Geld eingesammelt als iShares. Das muss man sich mal vorstellen. 4 Milliarden Dollar. Und jetzt kommt ARK auch noch mit einem Space-ETF ums Eck. Und was passiert? Natürlich gehen sämtliche Space-Aktien durch die Decke, wie Virgin Galactic. Die kennen natürlich die meisten von euch. Immer schön ab zum Mond. Und jetzt ist die Frage, wie weit kann das noch gehen? Crescat spuckt da ein bisschen in die Suppe, blenden wir mal ein. Das ist ein Valuation-Modell, wobei man natürlich mal fragen muss, was sind Valuations im Moment gerade wert? Irgendwann werden sie schon relevant werden, aber so eine Blase, der Irrsinn kann natürlich schon noch weitergehen. Aber hier sehen wir schon, dass wir momentan natürlich historisch relativ weit oben sind. Und jetzt möchte man ja meinen, ja, die Gier ist überschwänglich, wenn man gerade auf die Optionen schaut. Aber blickt man nochmal auf den Klassiker, der Fear and Greed Index. Der ist zwar bei Greed, aber trotzdem, da ist noch einiges an Luft nach oben. Jetzt kommen wir kurz zum Insight und zwar in mein Depot 3D Systems. Ja, die Aktie ist der Wahnsinn. Viele fragen da ständig, soll man noch einsteigen? Das entscheidet ihr bitte selber. Aber die letzten Wochen waren wirklich komplett irre. Ich habe die am 21. Dezember gekauft. Jetzt klickt man nochmal auf den Chart und es geht einfach immer weiter. Die hat sich mittlerweile fast verdreifacht. Ja, in gut 3 Wochen, also in nicht mal einem Monat verdreifacht. Ist nicht so schlecht. Ich habe aber nichts verkauft, habe es auch weiterhin nicht vor. Und jetzt blicken wir nochmal auf einen anderen Chart. Man sieht ja auch charttechnisch ganz interessant. Ich bin jetzt keiner, der jetzt grundsätzlich die Entscheidungen basierend auf der Charttechnik trifft, aber trotzdem sehen wir hier schon, die ist hier so im Flow und wenn es jetzt hier über diesen Widerstand noch drüber hinausgeht, dann möchte ich nicht wissen, wie weit ihr noch nach oben schießt. Und ich habe jetzt mittlerweile auch tatsächlich E-Hang im Depot oder Hong oder wie man das ausspricht. Vielleicht weiß irgendjemand, wie man das korrekt ausspricht. Kommt ja aus China. Tesla, der Lüfte, hoffentlich zukünftig. Die ist schon auch ordentlich durch die Decke gegangen. Kann man auch nochmal den Chart einblenden. Ja, da bin ich ein bisschen spät dran, muss ich zugeben. Aber ich habe jetzt trotzdem ein bisschen was reingetan. Wenig ist für mich auch was fürs Zockerdepot. Also wenn es da jetzt auch einen ordentlichen Rücksetzer gibt, erstmal ist mir das wurscht. Das ist für mich wirklich perspektivisch. Einfach mal liegen lassen. Und dann schauen wir mal in 3, 4 Jahren. Da hat sie sich dann hoffentlich verhundertfacht oder vertausendfacht oder was auch immer. Hoffen wir mal, aber wie gesagt, da ist Chance-Risiko-Verhältnis, glaube ich, ganz gut, auch wenn sie schon angezogen hat. Ist nicht so einfach zu kaufen. Bei manchen Brokern findet man die Aktie überhaupt nicht. Bei mir, bei Comdirect ging es, also man muss die dann direkt über die Nasdaq kaufen. Und jetzt kommen wir zu einer Geldidee im Check. Eine Aktie, die ist in den letzten Tagen und Wochen rauf und runter
diskutiert worden, soll ja auch in einem bekannten Magazin aufgetaucht sein, in ein paar Reports und auch bei Social Media oft diskutiert. Und zwar Play Magnus, diese Schachaktie, hat natürlich auch extrem profitiert vom Hype zuletzt der Netflix-Serie Das Damen-Gambit. Habe ich auch geguckt, fand es sehr gut. Also kann ich verstehen, dass es da einen gewissen Hype gibt und dass Leute da Lust kriegen, Schach zu spielen. Jetzt ist aber die Frage, soll man diese Aktie wirklich kaufen? Auf den ersten Blick ein geniales Geschäftsmodell. Schach, Riesenzielgruppe, spielt theoretisch jeder auf der Welt oder kann jeder spielen. Und Magnus Carlsen ist mit an Bord, ein Schachweltmeister. Ja, aber ist das wirklich so genial? Es wird jetzt davon ausgegangen, 2022 Ende, dass man dann schwarze Zahlen schreiben könnte. Momentan werden noch Verluste gemacht, aber Aktie ist zuletzt richtig gut gelaufen. Wie wird Geld verdient? Grundsätzlich ist das Ganze erstmal kostenlos. Es gibt natürlich auch eine App, das ist wichtig, das zu erwähnen. Das kann sich jetzt jeder runterladen, kann ein bisschen rumdaddeln. Aber das Entscheidende ist dann sozusagen Play Magnus gegen mit Magnus zu spielen. Es gibt dann auch Taktikschulungen, Coachings. Also das ist schon wirklich professionell sehr gut aufgezogen. Und das basiert eben darauf, sozusagen erstmal grundsätzlich die unterste Basis kostenlos. Und dann gibt es eben In-App-Käufe und damit kann dann Geld verdient werden. Und jetzt die Frage, soll man die Aktie kaufen? Also auf den ersten Blick, finde ich, klingt das super, ist mir auch sehr sympathisch. Ich finde Schach selber toll, liebe das zu spielen, aber vor allem eher live finde ich das besser. Jetzt online wäre jetzt eher nicht so mein Fall. Aber wie gesagt, ich finde das auch sehr spannend mit diesen Schulungen und Taktik, weil das ist ja wirklich ein sehr vielfältiges, geniales Spiel. Trotzdem, ein paar Fragen dazu. Erste Frage, wo ist das einzigartige Produkt? Also Schach ist allgemein gut. Das war früher schon auf jedem Windows-Rechner quasi vorinstalliert als Spiel. Also ja, wo ist das Produkt? Natürlich, ich verstehe schon, dass das Produkt einzigartig ist, weil der Weltmeister dahinter steht und weil man Zusatzprodukte hat. Aber ja, kann man das nachmachen? Relativ leicht. Da muss man sich natürlich auch fragen, selbst wenn das jetzt viele Leute machen und ich lasse mich da coachen und mache das vielleicht ein paar Wochen jetzt intensiv während des Lockdowns, ja, irgendwann kann ich das Spiel. Die Spielregeln grundsätzlich sind total einfach. Schach ist natürlich trotzdem schwierig. Klar, ich brauche da vielleicht schon ein bisschen was und kann mir da Strategien aneignen, aber ich glaube nicht, dass das Jahre dauert. Also man hat da auch einen sehr hohen Schwund aus meiner Sicht an Spielern und das heißt, ich brauche da immer mehr, die nachkommen. Die kommen dann vielleicht auch, aber wie gesagt, das ist jetzt für mich nicht unbedingt das neue Netflix. Dann habe ich praktisch auch keine Wechselkosten, also ich sehe da auch keinen Burggraben. Wenn das jetzt wirklich richtig gut laufen sollte, also wenn es läuft, dann glaube ich, wird es da auch sehr viele geben, die das kopieren, ähnlich wie beim Poker zum Beispiel. Da gab es dann am Anfang vielleicht ein paar Seiten, dann gab es irgendwann Hunderte. Also die Frage stellt sich dann schon auch und ich habe ja quasi auch keine Wechselkosten. Also ich bin da angemeldet, ja gut und schön, ja, und kann dann auch relativ schnell notfalls zu einem anderen Anbieter wechseln oder wenn ich einfach keine Lust mehr habe, gut, dann kündige ich halt das Abo und kann dann natürlich auch im echten Leben Schach spielen. Und das ist auch so eine Frage. Jetzt haben wir natürlich momentan Lockdown, wir haben Winter und wir haben noch den Hype von dieser Schachserie auf Netflix. Wie lange hält das alles an? Also kommen wir erstmal zur Schachserie. War eine Staffel, war sehr gut. Gefühlt ist die Geschichte am Ende schon ein bisschen auserzählt. Wahrscheinlich werden sie da schon nachlegen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die zweite Staffel dann unbedingt besser wird. Also die Geschichte, Miniserie ist gefühlt vorbei, kann man natürlich in die Länge ziehen, aber ob das so funktioniert, weiß ich nicht. Dann haben wir Lockdown und Winter. Jetzt überlegt man in einem halben Jahr, wenn man Freunde wieder treffen kann, wenn der Biergarten offen hat, wenn tolles Wetter ist, wenn vielleicht Reisen wieder möglich ist, sitzen dann auf der Welt Milliarden Leute zu Hause in der Bude und spielen online Schach? Weiß ich nicht. Vor allem, wenn ich dann das Schach gelernt habe, dann kann ich es ja auch in Real Life machen. Also das ist, glaube ich, schon eher ein Hype. Also Fazit, ich würde die Aktie auf keinen Fall kaufen. Ich finde jetzt das Geschäftsmodell, wie gesagt, gar nicht schlecht. Ich finde das auch ein cooles Produkt, aber trotzdem, für mich ist das klassischer Fall von Hype. Und wenn man es da wirklich zu Ende denkt, da gibt es einfach so viele offene Fragen, so viele Risiken. Also da stimmt für mich das Chance-Risiko-Verhältnis einfach überhaupt nicht. Und jetzt haben wir als Geldidee noch einen antizyklischen Move und zwar von BTIG. Die haben sich mal angeschaut, welche Aktien sind denn momentan billig. Aber das ist immer ein bisschen billig zu schauen, was billig ist, also nur auf das KGV zu schauen. Deswegen haben sie auch ein bisschen mehr gemacht. Also erster Punkt, günstige Bewertung. Wir blenden es gleich ein, welche Aktien das sind. Und dann kommt es auch noch drauf an,
dass die so ein bisschen diesen Bäh-Faktor haben. Also, dass sie zum Beispiel geschortet werden, also dass sie jetzt bei der Wall Street nicht gerade gut wegkommen momentan. Und auch zuletzt noch Earnings Revisions, also dass es mit den Gewinnen nicht so gut aussieht, dass es nach unten korrigiert wurde. Also, dass es momentan eigentlich alles irgendwie nicht so wirklich gut aussieht. Und das blenden wir jetzt mal ein. Brauche ich euch jetzt nicht alles vorlesen. Da seht ihr jetzt oben auch nochmal eine kurze Erklärung. Und das wären jetzt so die Aktien, ja, die momentan bäh sind und wo sich dann vielleicht langfristig mal so eine antizyklische Chance bieten kann. Heute wollen wir mal über eines der Themen der Stunde sprechen, und zwar über den Bitcoin. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, und zwar Dominik Peuger von VanEck. Herzlich willkommen. Hi, danke schön. Jetzt sind wir sehr gespannt. Bitcoin, das ist ja momentan ein Hype-Thema schon seit Wochen, gefühlt schon seit Monaten geht es nur nach oben. Jetzt gab es mal einen heftigen Rücksetzer zwischendurch. Jetzt streiten sich da die Gelehrten. Die einen sagen, ach, das ist doch kein Rücksetzer, das ist doch ganz normal. Die anderen sagen, vielleicht mal ein bisschen vorsichtig werden. Was war denn da in den letzten Wochen los? Ja, ich glaube, das muss eine bisschen längere Antwort werden. Also erstmal vielleicht den Anstieg zu begründen. Ich denke, dass er auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist, die sich eben im zweiten Halbjahr 2020 so ein bisschen zusammengebraut haben. Also erstmal muss man sagen, wie wird Bitcoin überhaupt wahrgenommen, und zwar als digitales Wertaufbewahrungsmittel. Wir nennen Bitcoin digitales Gold beziehungsweise halt einen Digital Store of Value. Und in dem Zusammenhang kommt halt immer gerne das Makroumfeld ins Spiel. Extrem expansive Geldpolitik von Zentralbanken als Reaktion auf Covid-19. Expansive fiskalpolitische Maßnahmen, eben auch als Reaktion auf Covid-19, sorgen eben für eine Geldschwemme, weitere Inflationierung der Geldmenge. Und ich glaube, allein in 2020 wurden mehr als 20% aller jemals gedruckten US-Dollar gedruckt. Und ja, 2020 hat, glaube ich, einfach gezeigt, wie selten Bitcoin wirklich ist. Es werden nur jemals 21 Millionen Bitcoin existieren, und das ist halt ein Fakt. Was bedeutet das halt heute? Von diesen 21 Millionen Coins sind bisher ungefähr 18,5 Millionen gemeint, aber es gibt eben auch viele Lost Coins, und manche Schätzungen laufen da auf ungefähr 3 Millionen Coins. Dazu kommen noch die Bitcoin, die von ursprünglich Satoshi Nakamoto, dem ominösen Autor des Bitcoin White Papers, gemeint wurden. Das sind schätzungsweise so 1,1 Millionen Coins, die nochmal dem Gesamtangebot entzogen werden. Dann gibt es eben die Hodler, die Hardcore-Unterstützer von Bitcoin, die Bitcoin halten, egal was der Preis macht. Da kann man eben auch auf sogenannte On-Chain-Hinweise schauen. Das Guthaben in den sogenannten Accumulation Addresses, heißt in Bitcoin-Adressen, Public Keys, die Bitcoin bisher immer nur empfangen haben und nie gesendet haben. Diese Anzahl an sogenannten Accumulation Addresses beziehungsweise das Guthaben in diesen Accumulation Addresses steigt kontinuierlich an. Das heißt, zusätzlich werden verfügbare Bitcoin dem handelbaren Angebot entzogen. Dann muss man, glaube ich, institutionelles Interesse nennen, das diesmal tatsächlich da ist. Im Sommer letzten Jahres hat, glaube ich, das Unternehmen MicroStrategy die höchsten Wellen und die lautesten Wellen sozusagen geschlagen, nachdem sie ihren ganzen Cashbestand von ungefähr 500 Millionen US-Dollar in Bitcoin investiert haben, dazu noch eine Wandelanleihe in Höhe von knapp 600 Millionen Dollar emittiert haben und das Ganze in Bitcoin investiert haben. Wie gesagt, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Danach kam noch Square, ein Konkurrent von PayPal, die irgendwie 50 Millionen Dollar in Bitcoin investiert haben. Kurz darauf kam PayPal, die gesagt haben, wir machen jetzt Bitcoin unseren Nutzern zugänglich. Und ja, es ist halt so eine Serie von Events. Dazu kann man noch beobachten, dass es immer mehr handelbare Vehikel gibt, die eben dem Investor Zugang zu Bitcoin ermöglichen. Und allein die Nachfrage nach diesen Produkten führt dazu, dass eben das tägliche Angebot an frisch gemeinten Bitcoin durch die Nachfrage weit überschritten wird. Und dazu kam dann noch das Halving im Mai 2020, also die Halbierung der Block Subsidy, die historisch sich immer stark auf den Preis
ausgeweitet hat oder ausgewirkt hat. Und kann auch sein, dass natürlich die Bewegung Ende 2020 damit zusammenhängt. Ja, wie gesagt, viele Faktoren, die mit der Verknappung von Bitcoin in Verbindung gebracht werden. Für den Preisverfall, sage ich mal, der letzten Tage ist natürlich immer schwer, das im Nachhinein dann wirklich zu plausibilisieren. Aber wenn wir uns anschauen, wo man herkommt von 15.000 US-Dollar auf über 40.000 US-Dollar innerhalb von weniger als 2 Monaten, ist natürlich vielleicht nicht ganz nachhaltig. Und dann sind Gewinnmitnahmen vielleicht auch ganz normal. Und dann vielleicht noch eine generelle Anmerkung. Märkte sind halt nun mal so und gerade der Bitcoin-Markt ist halt mal so hochvolatil. 20% Tagesbewegungen sind halt in diesem Umfeld eigentlich völlig normal und das hat man über den letzten Zyklus auch immer wieder gesehen. Jetzt ist natürlich die große Frage, die sich sehr viele stellen. Ich werde auch ständig gefragt, lohnt sich das jetzt noch? Soll man da noch reingehen? Also ist das jetzt der Auftakt erst? Geht es auf die 100.000 jetzt bald, von dem ja viele schon seit Jahren träumen? Oder es haben natürlich viele im Hinterkopf, ich persönlich auch, kann mich noch gut daran erinnern, 2017, Ende des Jahres, ging es im Oktober los, dann gipfelte das so auf Weihnachten hinzu, ging dann noch 2018 in Januar rein. Da stieg das auch richtig, da haben auch alle geträumt und da hieß es, ah, das ist jetzt das nächste große Ding, klar. Und dann kam der heftige Absturz. Warum passiert das dieses Mal nicht? Ja, also ist die Phase tatsächlich anders als 2017 oder 2018. 2017, 18 war tatsächlich ein Hype. Jeder hatte die Idee, Blockchain Everything statt irgendwelchen, sag ich mal, normalen Businessmodellen oder Kapitalerhöhungen kamen Unternehmen und gesagt, oh, wir müssen unser Modell auf die Blockchain packen und wir machen dafür ein ICO und hauen einen Token auf den Markt, den kein Mensch gebraucht hat und auch immer noch nicht braucht. Was man sagen muss, in dem Jahr oder in dem Zyklus war das öffentliche Interesse an Bitcoin viel, viel höher. Also gerade wenn man sich die Suchzahlen auf Google oder irgendeiner Suchmaschine anschaut, gibt es wirklich einen gravierenden Unterschied von heute zu 2017 bzw. 2018. Und im gleichen Atemzug ist zu nennen, dass sich Bitcoin in der Zwischenzeit halt weiterentwickelt hat bzw. weiterentwickelt wurde und institutionalisiert wurde. Viele dieser in 2017, 2018 entwickelten Blockchains wurden eben nicht weiterentwickelt und wurden vergessen. In der Zwischenzeit wurde fieberhaft an der Weiterentwicklung des Bitcoin-Protokolls und neuen Use Cases gearbeitet. Ich finde, ein interessantes Beispiel aus den letzten Tagen ist Strike. Ganz kurze Hintergrundgeschichte dazu. Ein NFL-Spieler, Russell Okung, wollte sein Gehalt in Bitcoin bezahlt bekommen und die NFL hat sich halt quergestellt, hat gesagt, nein, wir zahlen dir dein Gehalt in good old Greenbacks. Und dann hat er mit seinem Kumpel und Strike-Gründer Jack Mallers gesprochen und letzte Woche oder vor 2 Wochen hat Strike dann angekündigt, dass sich in Zukunft bald jeder quasi selbst in Bitcoin bezahlen lassen kann über das sogenannte Lightning Network von Bitcoin, was quasi also Strike gibt diesen Link zwischen Fiat-Währung und Bitcoin sofort wieder. Also dieses Ökosystem hat sich seit 2017 und 2018 enorm weiterentwickelt. Und wenn man auf die Preisentwicklung nochmal von 2017 schaut, da sind wir von Anfang des Jahres 2017 von, ich meine, ungefähr 1000 Dollar auf 19.800 Dollar im All-Time-High gestiegen. Jetzt sind wir von quasi dem All-Time-High 19.800 Dollar auf 38.000 Dollar ungefähr gestiegen. Ob man das jetzt gleich einem Hype oder dem Hype von 2017, 2018 gleich stellen kann, würde ich erstmal in Frage stellen. Aber glaubst du nicht, dass das viel dummes Geld anzieht, wenn man es jetzt mal ganz klar sagt? Denn
wie gesagt, ich kriege auch viele Fragen, auch auf Instagram und einfach so schnell mal zwischendurch, wo kann man denn Bitcoin kaufen? Also das Thema ist jetzt nicht ganz neu, das war ja neu quasi so für die breite Masse, wie du es gesagt hast, 2017, 2018. Jetzt kennt man es ja eigentlich schon und wenn jetzt Leute kommen, die sagen, oh, wo kann man das dann eigentlich kaufen? Also sie scheinen sich jetzt noch nicht fundamental damit zu beschäftigt haben seit Jahren. Und da hat man schon den Eindruck, viele kaufen es einfach jetzt oder wollen es haben, weil es steigt. Also eigentlich der Klassiker, was Warren Buffett ja auch sagt, der dümmste Grund, um eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Also kann das nicht doch wieder böse enden? Aber wie gesagt, du hast ja gesagt, dass mittlerweile mehr langfristige Investoren angeblich drin sein sollen. Vielleicht zu dem ersten Punkt mal, also kann, glaube ich, keiner verheimlichen, dass diese extremen Preissteigerungen von Bitcoin auch eine extreme Anziehungskraft ausüben. Aber das gilt sowohl für Retail-Investoren als auch für institutionelle Investoren, also das sogenannte FOMO, Fear of Missing Out. Und ganz offen gesprochen war das auch vor einigen Jahren, sag ich mal, mein Anknüpfungspunkt an Bitcoin. Aber Bitcoin ist total faszinierend und ist halt wie so ein Rabbit Hole, der Kaninchenbau mit unterschiedlichen Einstiegen. Für die einen ist es der Preis, den sie, oder die Preisveränderung, die sie faszinierend finden. Für andere ist es die Technologie, für wieder andere irgendwas anderes. Was aber relativ schnell klar wird, ist, sobald man in Bitcoin investiert hat, ist, dass Bitcoin Asset ist wie kein zweites. Und dieser steigende Preis im Bitcoin-Ökosystem ist eben nur ein Teil vom Ökosystem. Und das Schöne daran ist, Bitcoin-Preis steigt, Mining wird profitabler, bedeutet, die Miner werden mehr Investitionen im Mining tätigen, heißt, es steht mehr Hashrate dem Netzwerk zur Verfügung, heißt auch, das Netzwerk wird sicherer, bedeutet, Bitcoin als Digital Store of Value, als Wertaufbewahrungsmittel, gewinnt an Strahlkraft und zieht neue Investoren an, was dazu führt, dass der Preis wiederum steigt und Mining profitabler wird. Das ist also quasi so ein Zyklus, in der auch, sag ich mal, die Gier irgendwie belohnt wird. Und ja, Bitcoin hat was für jeden und es sind halt viele Themen, die Bitcoin tangiert, die man irgendwie als gegeben betrachtet, wie beispielsweise Geldmengenwachstum oder Inflation oder was ist eigentlich Geld, und man fängt an, sich mit diesen Themen zu auseinanderzusetzen. Aber ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, dass man, wenn man in Bitcoin investieren möchte, in welcher Form auch immer, dass man anfängt, sich mit diesen Vorteilen und aber ganz insbesondere mit den Nachteilen und auch mit den Risiken eines Bitcoin-Investments auseinanderzusetzen. Und dann vielleicht noch zum zweiten Teil deiner Frage. Wie kann man in Bitcoin investieren? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die eine ist die direkte Art. Dann kann man Bitcoin sozusagen physisch kaufen. Heißt, man kauft Bitcoin auf einer Crypto-Exchange. Vielleicht kennen das einige, Kraken oder Coinbase. Man kauft Bitcoin, hat es auf dem Exchange-Wallet und schickt es ans eigene Wallet. Und ist dann wirklich selbst für die Sicherheit der Private Keys verantwortlich. Auf der anderen Seite gibt es das indirekte Exposure, nämlich über Zertifikate oder Exchange-Traded Products, sogenannte ETPs. ETPs haben gegenüber Zertifikaten eben den Vorteil, dass sie an einem regulierten Markt, in Deutschland wäre das Deutsche Börse Xetra, gehandelt werden und dass sie auch häufig physisch durch Bitcoin besichert werden. Das heißt, der Emittent kauft Bitcoin und gibt sie einem Verwahrer, dem sogenannten Custodian. Und in Benex Fall ist das beispielsweise die Bank Frick in Liechtenstein, die dort als Finanzinstitut als auch als Kryptoverwahrstelle reguliert ist. Vorteil vom direkten Investment: man hat die direkte Kontrolle über den sogenannten Private Key. Nachteil: es ist teilweise kompliziert. Also wenn ich daran zurückdenke, wie häufig ich in den vergangenen Wochen und Monaten Freunden und Verwandten erklärt habe, wie man Bitcoin kauft und wie man Bitcoin sichert. Also ich kann ein Lied davon singen. Ist auf jeden Fall kein trivialer Prozess und der wird auch nicht einfacher, wenn man Bitcoin vom Exchange Wallet auf sein eigenes Wallet schickt. Einfacher ist da wahrscheinlich dieser indirekte Weg über Exchange Traded Products. Und da gibt es mittlerweile genug von, will ich auch gar nicht irgendwie Werbung für unser oder irgendein anderes Produkt machen. Der Nachteil ist,
Not your keys, not your coins, wie man halt sagt. Also man hat nicht die direkte Kontrolle über den Private Key, sondern bekommt nur Exposure zum Bitcoin-Preis. Also mit den Keys, das ist schon ein Punkt. Das ist natürlich gut, wenn man selber Kontrolle über die Sachen hat, aber da gibt es ja auch die wildesten Geschichten. Und gerade wenn man da sehr viel Geld drin stecken hat und mit den Keys das nicht so im Griff hat, das kann auch schnell nach hinten losgehen. Also für alle, die es vielleicht ein bisschen bequemer oder einfacher haben wollen oder sagen, ich will mich da gar nicht so damit beschäftigen, die finden unten in der Videobeschreibung sozusagen diesen indirekten Weg zur Bitcoin-Strategie von Van Eck. Mehr Infos, unbedingt mal reinklicken. Und jetzt noch abschließende Frage. Das, was die Leute wahrscheinlich umtreibt. Du hast es schon schön gesagt, Kaninchenbau. Also man hat das Gefühl, da ist viel möglich. Das ist eine spannende Technologie. Aber wie rechne ich denn zum Teufel den fairen Wert aus? Also da glaube ich, haben viele einfach Probleme. Denn es könnte jetzt 1000 Dollar sein, es könnten 100.000 Dollar sein, es kann auch eine Million sein, theoretisch. Also wie orientiere ich mich da irgendwie, um dann ein Gefühl zu kriegen? Also Bitcoin ist schwer zu bewerten, weil Bitcoin übrigens ähnlich wie Gold und Fiat-Währungen wie der Euro keinen intrinsischen Wert besitzt. Heißt, man kann nicht, wie beispielsweise bei Aktien, ein Dividend-Discount-Modell oder Discounted-Cashflow-Modell zugrunde legen, um einen theoretischen fairen Wert herzuleiten. Den gibt es bei Bitcoin nicht. Aber es gibt trotzdem mehrere Modelle. Ein Modell ist vielleicht so, was ich schon mehr oder weniger indirekt angesprochen habe, ist Bitcoin. Wir sehen Bitcoin als Digital Gold beziehungsweise als Digital Store of Value. Und dann könnte man sagen, wie viel Prozent der Marktkapitalisierung von Gold nimmt Bitcoin aktuell ein? Und aktuell hat Bitcoin ungefähr 5% der Marktkapitalisierung von Gold. Je nachdem, welche Wachstumsthese man jetzt zugrunde legt, ob man, sag ich mal, Bitcoin bei 15 oder 20 oder 50% der Goldmarktkapitalisierung sieht, kann man sich halt auch einen entsprechenden Preis, relativen Preis herleiten. Dann gibt es noch ein paar andere technische Modelle, um einen Bitcoin-Preis herzuleiten. Ich glaube, eins der bekanntesten Modelle ist das sogenannte Stock-to-Flow-Modell, das durch einen anonymen Twitter-Nutzer Plan B bzw. 100 Trillion USD in der Bitcoin-Community Anklang fand. Stock-to-Flow bedeutet, das Verhältnis von bereits gemeinten Bitcoin zu neu geschürften Bitcoin über einen bestimmten Zeitraum. Und dieses Stock-to-Flow-Modell kommt eigentlich aus der Rohstoffwelt und versucht durch eine Regression den Zusammenhang zwischen Preis und eben dieser Stock-to-Flow-Ratio herzustellen. Und aktuell hat Bitcoin eine Stock-to-Flow-Ratio wie Gold, nämlich circa bei 60. Und jedes Halving vergrößert die Stock-to-Flow-Ratio. Und damit wird Bitcoin immer härteres Geld. Rückblickend hat sich das Modell als ganz gut erwiesen, was aber nicht heißt, dass eben Bitcoin nicht weiterhin ein extrem riskantes Investment ist. Und ich glaube, es lohnt sich da einfach mal auf ein paar Risikofaktoren zu schauen, beziehungsweise die zu erwähnen. Also wir haben es ja vorhin gesagt, die enorme Preisvolatilität, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Was auch passieren kann, ist, dass über Updates, zukünftige Updates im Bitcoin-Protokoll, sich Fehler im Code einschleichen oder dass Bitcoin global reguliert werden würde. Man muss sich einfach gewissen Risikofaktoren bewusst sein, bevor man so Preisvorhersagen blind folgt und in Bitcoin investiert. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dominik, herzlichen Dank dir für die Infos. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat das Interview mit Dominik Peuger gefallen und wenn ja, habe ich gute Nachrichten für euch. Wir werden nämlich bald ein ausführliches Webinar machen mit Dominik zum Thema Bitcoin. Das wird kostenlos sein, wahrscheinlich Ende Februar stattfinden und wenn ihr euch dafür anmelden könnt, wir werden euch natürlich dann bei Mission 5 sofort Bescheid geben. Und noch Highlight der Woche für kommende Woche. Am Dienstag wird es ein Interview geben mit Max Otte. Der hat uns am Donnerstag besucht hier in München, war auf der Durchreise und wir haben uns wirklich ausführlich unterhalten über seine Strategie momentan, Asset Allocation und natürlich ganz konkret, welche Aktien er im Depot hat.
Und jetzt sind wir auch schon am Ende dieses Videos, Leute. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke euch fürs Zuschauen diese Woche, für euer Vertrauen. Bleibt stabil, bleibt gesund, auch im Lockdown. Wir sehen uns kommende Woche. Macht's gut. Ciao.